Trainingslager der letzten Generation in Berlin. Es stand unter dem Motto: Wir befinden uns auf der Autobahn in Richtung Klimahölle und wir haben den Fuß auf dem Gas. Nach einer vierstündigen Erklärung zum künstlich herbeigeführten Ende der Menschheit drängten sich erste Fragen auf. Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das Trainingscamp ist auf Bali. Das haben wir in letzter Zeit häufiger, aber tatsächlich ist es kein Ort, der jetzt groß mit der letzten Generation eine Verbindung hat. Ja. Jetzt, wo wir alle wissen, wer wir sind, wollten wir einmal eine kleine Übung starten, und zwar, die heißt aktives Zuhören. Ich habe bisher keine Erfahrung gemacht mit aktivistischen Blockaden. Genau, habe jetzt überlegt, mich zu radikalisieren und mal bei diesem Training heute teilzunehmen. Genau, habe Angst, dass es kalt ist. Und das ist so meine Hoffnung, dass sich irgendwann flashmob-artig ganz viele Leute dazu setzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr verstanden gefühlt von dir. Also ich habe jetzt Sorgen, weil mir jetzt auch klar wird, ihr meint es ernst. Dass ich dann so als Loser dastehe und dass ich dann nicht, ja, so der Loser irgendwie bin, auch in der Sendung und im ZDF und alle lachen. Ja, und was ich mir wünsche, ist Weltfrieden, gesunde Umwelt und die PlayStation 5. Und weiter ging's mit der lebensechten Simulation einer Straßenblockade im Berufsverkehr. Wow. Aber auch verschiedenste Formen der Entsorgung von Aktivisten wollen erprobt sein. Aktuell sehr beliebt, das Päckchen. Das ist auch für uns am angenehmsten, für die Polizei am angenehmsten. Und ist ja eine klimaneutrale Alternative zum Autofahren. Perspektivisch gesehen. Perspektivisch. Brauchst du mal zwei Leute, die dir helfen. Eben. Ja. Jetzt kommen wir zur zweiten Stufe, der schlaffe, nasse Sack. Und der sieht... Aber den brauchen wir nicht zu üben, der bin ich eh. Au, oh, es tut weh. Au, 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 au. Nein, bitte hört auf. Dann lieber das Päckchen wieder. Und dann wollten wir Ankleben üben. Allerdings im Park schwierig. Und die nächste Straße war weit weg. Das ist die Straße da vorne, wo der Mülleimer ist. Das ist die Straße. Eine Bank wäre gut, weil wenn man dann nicht mehr loskommt, dann kann man sich wenigstens hinsetzen. Noch sitzen. Dann wurde es wirklich hardcore. Sich anschreien lassen von Autofahrern. Ja, das muss auch geübt sein. Und ganz wichtig bei dieser Übung ist, wenn man sich unwohl fühlt, dann machen wir Realität. Also wenn die Übung vorbei ist, sage ich das an und dann machen wir einmal Realität und dann ist alles wieder normal. Wenn es zu viel wird. Wenn es zu viel wird oder wenn es vorbei ist, okay? Ey, was soll das denn jetzt hier? Was soll das denn? Gleich mal weiter, ihr seid ein Jahr alt. Ich hab die Nase voll. Weißt du, war schon Realität? Ich hab in Scheiße reingefasst. Diese Realität, also wirklich. Am nächsten Tag, nun wurde es ernst. Ein paar letzte Bedenken, aber ich bin ja auch hier, um Tipps zu geben und dass nicht alle einen Scheiße finden. Aber könnte man den Autofahrern nicht als Unterhaltung so ein bisschen Jonglage bieten wenigstens? Also ist auch ein ernstes Thema, also würden die Leute ja auch nicht nur belustigen, ja? Politische Jonglage mit drei brennenden Erdkugeln. Das finde ich nicht. Oder? Ja. Ich habe mir ein Stühlchen mitgebracht, Kinder, da ist ein bisschen bequemer. Ich will doch, dass es uns allen gut geht. Ich will ja auch, dass das alles ein bisschen mainstreamiger wird. Wenn die Leute sehen, hier gibt's Sekt und hier gibt's Nüsschen, machen vielleicht auch viel mehr mit. Ich habe meine Hand leider angeklebt. Ach so. Jetzt könnt ihr meine Nüsschen nicht essen, weil die Hände alle angeklebt sind. Wie viele Autofahrer im Berufsverkehr konntet ihr denn schon überzeugen? Es geht ja in erster Linie nicht darum, die Leute im Berufsverkehr zu überzeugen. Wir verstehen ja, dass die sauer sind. Ja, kann nicht weiterfahren. Ja, wegen euch. Und seien wir ehrlich, das ist besser für die Umwelt. Guck mal, wie viele Autos steht hier jetzt. Ja, und ja. Motor läuft. Das ist noch schlimmer für die Umwelt. Nüsschen? Nein, ich habe keinen Hunger. Keinen Hunger. Danke. Minuten später waren keine Autos mehr da. Nur noch ein paar Akademiker-Demonstranten aus Baden-Württemberg. Da waren sie wieder, das Päckchen und der nasse, schlaffe Sack. Und auch ich nahm all meinen Mut zusammen. Okay, Herr Wachtmeister. Okay, ich habe mich dann was reinquatschen lassen. Das war schlechter Umgang, tut mir leid. Tja, schön war's. Und damit zurück in die Realität. Also, wenn man mich lässt. Kamera aus, Mikrofon aus. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei.
Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.